loslegen? Klar, wunderbar. Also, herzlich willkommen zur Medienrunde. Wir spielen am Freitagabend daheim gegen den Sportclub aus Verl. An der Wedau erwarten dabei knapp über 10.000 Zuschauer. Ein herzliches Willkommen unserem Trainer Thorsten Ziegner, der auch da ist, und euch, liebe Kollegen, natürlich. Bevor wir loslegen, hier ein ganz kurzer Gruß von allen hier aus Meidrich und die besten Wünsche für den Saisonstart unserer Zebra-Frauen, die am Samstag in Hoffenheim in die neue Saison in die Liga starten. Viel Glück euch Mädels und damit aber wieder zurück zu den Männern, den Meidericher Jungs. Bitte eure Fragen an Thorsten Ziegner. Heute keine Fragen. Wer mag antworten? Doch, jetzt, Runde, bis wir anfangen haben, Fabian, genau. Fabian Kleinke-Stoppel, bitte, vom Reviersport. Ja. Ja, vielleicht mal die erste obligatorische Frage zum Personal. Ja, das Personal ist insofern positiv zu betrachten, dass wir neben Niklas Kölle und Tommy Pledel nur noch auf Kolja Pusch verzichten müssen, der an Adduktorenproblemen leidet und für Freitag keine Option sein wird. Alle anderen Spieler sind im Training, sind fit und bereit für Freitag. Genau. Ja, dann Flutlichtspiel Spiel gegen Verl. Die haben neuen Trainer, sind auch schlecht gestartet wie ihr. Vincent Müller hat nach dem Regensburg-Spiel gesagt, ab jetzt zählen keine Ausreden mehr. Wie geht ihr das Spiel an und mit was für einem Auftreten vom Gegner rechnet ihr? Ja, rein von der Tabelle her ist es ja ein Kellerduell. Ja, also von zwei Teams, wie gerade schon richtig genannt, die nicht gut gestartet sind, die sicherlich beide mit den bisherigen Abschneiden nicht zufrieden sein können. Genauso der erste Fall wie wir auch. Und dementsprechend gilt es vor allen Dingen erstmal sicher gut in die Partie zu kommen. Ja, wenig zuzulassen, wenig Fehler zu machen, sich selbst durch eigene Aktionen Selbstvertrauen zu holen. Das wird zumindest unser Plan sein. Wir wollen den Gegner ungern oder gar nicht zu einfachen Situationen einladen, wie es beispielsweise letzte Woche in Mainz passiert ist. Dementsprechend erwarten wir von uns eine klare Spielanlage, eine klare Art und Weise, wie wir im eigenen Ballbesitz spielen und gegen den Ball vor allen Dingen extrem viel Bereitschaft. Bereitschaft, dem Gegner das Leben schwer zu machen, gegen den Ball auch zu leiden als Mannschaft, indem wir viel laufen, indem wir harte Zweikämpfe führen wollen, um eben diesen ominösen Bock endlich umzustoßen. Sie haben nach dem Regensburg-Spiel auch gesagt, dass Sie mit den Routiniers oder erfahrenen Spielern weniger zufrieden waren. Ein paar Gespräche angekündigt, die sicherlich geführt wurden in der Länderspielpause. Wie sind die verlaufen und was stimmt so positiv, dass jetzt auch vorne dann getroffen wird, Beispiel Köpke, Esswein? Ja, also es wird ja gerne immer irgendwelche Aussagen und das ist das gute Recht eines jeden einzelnen Menschen, so ausgelegt, wie es derjenige gerne haben möchte. Ich finde, dass da auch viel Quatsch geschrieben wurde in Bezug darauf, wie wir mit den Jungs umgegangen sind, was wir von den Jungs erwarten. Ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess in der Mannschaft, dass man in einer Phase, wo es nicht so gut läuft, dann weniger auf die junge Generation, die gerade aufstrebend sind, die sicher noch nicht so viel mitgemacht hat, einwirkt oder draufhaut, sondern eher die Erwartungshaltung an die Erfahrenen, die mit solchen Situationen schon häufig genug konfrontiert wurden, sprich mit denen eben dort auch verschiedene Dinge auswertet, die eben nicht so gut gelaufen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Die Gespräche haben natürlich stattgefunden. Wir haben viele Gespräche geführt in der Zeit, um einfach auch mal ein bisschen rauszufiltern, wo, an welchen Stellschrauben denn die einzelnen Spieler bzw. Mannschaftsteile glauben, woran wir arbeiten müssen. Das haben wir getan, sowohl in der Woche vor Mainz Spiel als auch jetzt in dieser Woche bis dato. Und alleine das, dass die Mannschaft mir, uns als Trainerteam signalisiert, diesen Bock umzustoßen, bereit sind für Freitag, gibt uns die Zuversicht, dass wir da den Bock umstoßen. Wir haben auch im Regensburg-Spiel auf der Doppel-6 nochmal was verändert, mit Castaneda und Stierlin, Jan da ein bisschen offensiver spielen lassen. Ja, wie sind da so die Überlegungen im Zentrum? Ja, wir haben, habe ich ja gerade gesagt, aktuell haben wir nur mit Tommy Pledel, Niklas Kölle und Kolja Pusch drei Ausfälle. Alle anderen Spieler sind ganz normal im Training und dementsprechend auch fit. Das, was ich sagen kann, dass gegen Regensburg Castaneda, Stürlin und Janda ihre Sache vernünftig gemacht haben. Das waren sicherlich drei Spieler, die
in dem Spiel nicht enttäuscht haben. Aber dennoch haben wir dort mehrere Optionen mit Erfahrung dort entgegenzuwirken, möglicherweise den einen oder anderen auf einer anderen Position spielen zu lassen. Das sind Sachen, da haben wir noch 2 Tage Zeit bis zum Spiel. Dort werden wir sicherlich auch zuerst mit den Jungs genau darüber sprechen, was wir dort planen, wie wir es vorhaben. Und dann erfahrt ihr es spätestens am Freitag, 18 Uhr, wenn die Aufstellung rauskommt. Alles klar, danke erstmal. Vielen Dank, Fabian. Julian Engelhardt, bitte von Magenta. Hallo, danke. Wenn ich da nochmal einhaken dürfte bei der Kritik an den erfahrenen Akteuren, das war ja zweimal schon sehr deutlich. Klar ist natürlich, wir stellen uns nachher hin, wollen auch Aussagen hören, aber kam das denn auch gut an oder wie haben es die Akteure aufgefasst, dass man das relativ offen, öffentlich austrägt? Das ist ja immer eine Auslegungsfrage, wie man es dann kommuniziert. Ja, ob man Kritik als konstruktiv empfindet, ob die Kritik eben zwischen uns, heißt zwischen dem sportlich Verantwortlichen und der Mannschaft, einfach Normalität ist. Ja, sich miteinander zusammen auseinanderzusetzen, mit unterschiedlichen Themen auch zu arbeiten. Man kann logischerweise, und das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, kann man sich hinstellen und kann permanent Slalom laufen beim Interview, kann um den heißen Brei herumreden, man kann auch gerne nach Niederlagen, nach weniger erfolgreichen Spielen trotzdem loben, das kann man alles tun. Wir sind mit der Mannschaft sehr im Reinen, wir sind sehr klar mit denen, wir kommunizieren eigentlich immer genau auf diese Basis, dass wir Dinge, die uns nicht so gefallen, klar ansprechen, sowohl intern im Einzelgespräch als auch vor der gesamten Mannschaft. Und deswegen ist das von den Spielern, wenn sie jetzt gerade die Erfahrenen ansprechen, gar nicht als Kritik empfunden worden, sondern als Hilfestellung. Und wenn ihr es als Kritik auslegt, dann ist das euer Ding. Solche Sachen werden wir nicht verhindern. Ich würde gleich mal weitermachen zum Thema Köter. War das eher eine Notlösung, ihn hinten links zu bringen, weil Mogultay nicht so ganz fit war? Oder ist das dauerhaft auch eine Option? Notlösung klingt immer irgendwie so komisch. Also fest steht, dass Tim Köter linker Außenverteidiger ist. Also er kann das schon auch spielen, er hat das in Heidenheim logischerweise dann eher in Vorbereitungsspielen oder im Training ganz oft gezeigt. Das kann er schon spielen. Es war für dieses eine Spiel war es tatsächlich die einzige Lösung, weil Baran Mogultay eben aufgrund von Gehirnerschütterung bzw. Kopfweh dort noch nicht bereit war, über 90 Minuten zu spielen, hat noch ganz wenig trainiert. Dementsprechend war es eine Lösung, die wir gar nicht anders hätten fällen können. Jetzt ist die Situation anders, jetzt ist Baran wieder fit, er hat komplett mittrainiert, er ist nach wie vor genau dieser wilde, mutige Junge, der er vor seiner kleinen Kopfverletzung war. Und deswegen haben wir auf der Position die Qual der Wahl, beziehungsweise die Möglichkeit, wenn wir Baran hinten links spielen lassen würden, die Option, Tim Köter eben ein bisschen offensiver zu stellen. Weitere Fragen von dir, Julian? Sonst reichen wir an Hermann Kiewicz. Ich übergebe gerne mal an den Kollegen. Hermann Kiewicz, bitte. Die erste Frage bezieht sich dann doch nochmal auf die erfahrenen Spieler. Sie haben gesagt, Sie haben den Hinweise gegeben. Haben Sie die denn angenommen? Also sind diese Spieler jetzt bereit, die Führungsrolle zu übernehmen, die Sie ihnen zugedacht haben? Ja, logisch. Also das sind die Jungs im Übrigen im Vorfeld auch gewesen. Und man hat natürlich jeder für sich die subjektive Bewertung ins Spiel anzugucken. Und da bin ich der Meinung, dass ich die Eindrücke von beiden Seiten, also von Ihrer Seite als auch von meiner Seite, nicht groß unterscheiden. Ja, dass man da nicht zufrieden sein kann mit den Dingen, die bisher sportlich gelaufen sind, und das sehen die Jungs im Übrigen auch so. Und dann haben wir insgesamt trotzdem mit unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Ja, es betrifft den Sebastian May, der schon lange bei uns ist, der jetzt Kapitän ist, der dort sicherlich auch Potenzial hat, besser zu sein, ja, die Abwehr stabiler zu halten, dafür zu sorgen, dass wir ruhiger bleiben in Situationen, wo Widerstände auftauchen. Wir haben einen Alex Esswein, der sehr spät zu uns gekommen ist. Wir haben einen Marvin Bakalorz, der immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen hat. Wir haben Benny Girt, der in der Vorbereitung angeschlagen war, genauso wie Pascal Köpke. Das bringt natürlich dann keinen Rhythmus mit sich. Und trotzdem hilft uns das nicht, dort zu jammern, sondern die Jungs immer wieder in die Pflicht zu nehmen. Und das wissen sie und sie wollen das auch. Sie fordern das sogar ein, dass wir sie dort auf dem Weg mitnehmen, dass wir sie auch anpacken, sozusagen, um das Bestmögliche aus ihnen rauszukitzeln.
Und deswegen glaube ich schon und habe auch den Eindruck, dass die Jungs das wohlwollend angenommen haben. Und jetzt gilt es trotzdem, das auf den Platz zu bringen. Und zwar nicht im Training, sondern im Punktspiel. Sie sagen, die Spieler haben die Möglichkeit bekommen zu sagen, was sie denken, wie der beste Weg ist. Können Sie da zwei, drei Beispiele sagen, welche Anregungen aus dem Kreis gekommen sind? Ja, da geht's weniger um Verhalten innerhalb der Gruppe, sondern es geht eher um fußballtaktische Sachen, ja, wo wir einfach drüber, ja, genau, darüber sprechen und mit der Mannschaft austauschen, mit dem vorhandenen Personal, mit den entsprechenden Leuten, die 100% fit sind. Welche Gedanken hegen Sie, welches System wir spielen, ob wir ein Angriffspressing spielen, ob wir hinten Fußball rausspielen lassen wollen oder eher einen langen Ball spielen wollen und auf zweite Bälle gehen wollen. Einfach Dinge, um von den Jungs auch mal zu erfahren, welche Dinge sie bewegen, welche Dinge in ihnen schlummern, ohne dann so als Konsequenz daraus zu ziehen, dass wir jeden seine Wünsche erfüllen können. Dann hätten wir vermutlich 15 oder 20 unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Fußball spielen lassen wollen, weil jeder eben dort auch ein bisschen eine andere Idee hat, sondern es gibt dann schon Leitplanken, es gibt klare Linien und trotzdem nimmt man sich das eine oder andere aus jedem Gespräch mit. Eine Mehrheitsmeinung zu bestimmten taktischen Anordnungen? Nochmal, ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Gibt es eine Mehrheitsmeinung zu taktischen Anordnungen? Also eine Mehrheit für das Pressing? Ja, also dort sind wir uns mit der Mannschaft schon eindeutig gleich. Dann, das beschäftigt uns hier zu Hause sehr. Sie sprechen in den letzten drei, vier Mal von, wir haben vernünftig gespielt, gesagt. Und wir würden gerne wissen, was bedeutet das? Ja, dass wir aktuell in der Lage sind, Spiele offen zu gestalten. Ja, und in den Spielen, also wir hatten jetzt kein Spiel dabei, wir nehmen mal, oder gerne können wir 1860 rausnehmen, wo wir zumindest vom Ergebnis her klar unterlegen waren, aber das Spiel objektiv betrachtet war eben auch kein 3-0 gegen uns Spiel. Und in allen anderen Spielen waren wir in der Lage, das Spiel offen zu gestalten. Wir waren in der Lage, in drei Spielen unentschieden zu spielen, aber eben nicht so gut, um eben eines dieser fünf Spiele zu gewinnen. Und deswegen, so wie wir bis dato in der Saison auftreten, ist es nicht Vollkatastrophe. Es ist von den Ergebnissen her eher schlecht als recht. Aber es ist vom Auftreten her keine Katastrophe, sondern es ist in Ordnung, vernünftig, aber eben nicht ausreichend, um Spiele zu gewinnen. Und das meinte ich damit. Was gefallen ist, Ihre Mannschaft spielt da besonders ordentlich, wo es nicht entscheidend ist, nämlich zwischen den beiden Strafräumen. Teilen Sie die Einschätzung? Ja, die teile ich total. Also wir haben ja gerade in den ersten fünf Spielen genau diese Thematik, dass wir gut aus unserer Abwehr rauskommen, dass wir im Mittelfeld ganz ansehnlich kombinieren, aber praktisch in beiden Zonen, wo es spielentscheidend ist, vor dem eigenen Tor, also im eigenen 16er und im gegnerischen 16er, war das eben nicht gut. Und dann kommen viele Gegentore zustande und wenig eigene Tore und das ist das, was wir unbedingt verbessern müssen. Welche Inhalte haben Sie jetzt in der Zeit, in der Sie in der Länderspielpause sich besonders vorgenommen? Also wo lagen Schwerpunkte bei der Trainingsarbeit? Wissen Sie, unsere Trainingsarbeit, die zeichnet sich nicht dadurch aus, situativ oder auf unterschiedliche Situationen hektisch zu reagieren oder Dinge groß zu verändern. Wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit, so wie es, glaube ich, jeder meiner Kollegen mit seinen Mannschaften macht, an allen Themen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Fest steht, dass wir in fünf Spielen 9 Gegentore zu viele Gegentore gekriegt haben. Das heißt, wir mussten auch da wieder darauf einwirken, was ist zu tun, wenn der Gegner einen Ball hat. Was müssen wir vielleicht nochmal neu verändern bei runden Bällen gegen uns, weil auch da sind wir nicht deutlich weitergekommen, was Standards gegen uns anbetrifft. Und gleichzeitig ist es eben auch notwendig, in der Offensive den Jungs immer wieder neue Impulse zu geben, damit endlich der Knoten platzt. Und ich glaube, dass das ein total wichtiger Punkt für uns ist. Das ist möglicherweise für den ein oder anderen Zuhörer auch nur eine Phrase, aber manchmal braucht man im Sport eben
diesen Knotenlöser, wo man ein Spiel mal gewinnt, wo einen der Ball mal ans Knie springt, 5 Meter vom Tor und reingeht und eben nicht Bälle ins Tor zu tragen. Und genau das brauchen wir, nur kriegen wir das nicht geschenkt, sondern wir müssen bereit sein dafür und wir müssen es uns eben verdienen. Im Interview hat Ralf Heskamp gesagt, dass einige Spieler noch nicht bei 100% sind, also noch nicht das Level haben, das sie haben sollten zu diesem Zeitpunkt, aus unterschiedlichen Gründen. Welche Spieler sind das? Alex Eswein haben Sie, glaube ich, genannt. Ja, ich glaube, dass es auch gar nicht so schwer ist zu erraten. Also wenn man weiß, dass in 6 Wochen Vorbereitung in Pascal Köpke 3,5 Wochen nicht trainieren konnte wegen Verletzungen, dass ein Benny Girt ein paar Wochen nicht trainieren konnte ohne Verletzungen, dass Alex Eswein gar keine Vorbereitung hatte und eingestiegen ist mit einer englischen Woche in 7 Tagen 3 Spielen, dann weiß man dann schon, dass es völlig normal ist, dass die noch nicht auf einem Level sein können, wie wenn sie jetzt 20 Spiele in Folge 90 Minuten gespielt hätten und in der Zwischenzeit alles trainiert hätten. Ja? Ich glaube, das ist völlig normal und aber das wissen wir, das wissen die Spieler, das wissen wir und wir versuchen eben neben dem regulären Trainingsprogramm sich so peu à peu aufzubauen. Wir haben keine Chance, auch aufgrund der Wichtigkeit jedes einzelnen Spielers zu sagen, wir geben denen jetzt mal 4 Wochen eine reine Vorbereitungszeit, wo wir sie nicht zu den Spielen einplanen, um sie in 4 Wochen auf dem Stand zu haben, sondern wir brauchen jeden Einzelnen und können eben nur neben dem Mannschaftstraining nochmal individuell mit dem einen oder anderen ein bisschen was dazu machen, um sie sukzessive eben fitter zu kriegen. So richtig 100% fit wird man in Alex Eswein erst in der Winterpause sehen. Ja, der hat keine Vorbereitung gehabt, der kann erst in der Wintervorbereitung das aufholen, was er eben im Sommer verpasst hat. Aber ihm werden natürlich Trainingseinheiten und Spiele helfen, um so peu à peu besser und fitter zu werden. Es sind nur diese 3 Spieler, die Sie jetzt genannt haben. Ja, möglicherweise kann ich da noch 2 andere aufzählen, aber die Themen bleiben ja die gleichen. Es gibt Gründe dafür, das liegt nicht daran, dass sie schlecht trainieren. Alle Spieler, die die Vorbereitung und die Trainingswochen verletzungsfrei durchkommen, die sind in einem guten Zustand, die haben körperlich keinen Nachholbedarf und alle, die das eben nicht konnten, die können nicht bei 100% sein. Also es geht ja darum, dass man ein bisschen Nachsicht walten lässt dann mit dem einen oder anderen. Ja. Möglicherweise, wäre schon cool, aber es gibt es in dem Geschäft eben nicht. Ja, aber für mich als Zuschauer oder als professioneller Hingucker hilft das ein bisschen. Ja. Dann hat Ralf Heskamp gesagt, dass er Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte bis zur Winterpause als sein Ziel sieht. Teilen Sie dieses Ziel oder sind Sie ehrgeiziger? Nein, ich würde ich niemals widersprechen. Aber für uns kommt es jetzt auf das Spiel am Freitag an. Wir wollen das Spiel am Freitag gewinnen, wollen den Bock umstoßen und wollen mit einem umgestoßenen Bock dann im perfekten Fall mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen. Und dann können wir einfach mal im Herbst, im Oktober, Ende Oktober können wir dann mal schauen, wie die Situation da ist. Und dann können wir über Tuchfühlung oder eben nicht sprechen. Jetzt ist dieses Spiel gegen Ferl total wichtig für uns und deswegen sind Themen zur Winterpause nicht aktuell für mich zu überlegen. Man hat schon Druck jetzt vor dem Spiel, das nehme ich so wahr, oder? Ja, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Also Fußball läuft ja immer gleich ab. Ja, und ich finde, dass es eigentlich permanent Druck gibt, sowohl intern, also den wir uns machen, unsere Dinge gut umzusetzen. Wenn das einigermaßen funktioniert, dann ist der Druck von draußen eher weniger groß. Wenn wir unsere Dinge nicht gut umsetzen, setzen wir uns auch selbst den Druck, das in Zukunft besser zu machen. Dort ist der Druck von außen ein bisschen größer. Also ich glaube, jeder, der eine ganze Weile schon im Fußball dabei ist, der so wie ich aktiv Fußball gespielt hat, der jetzt auch schon ein paar Jahre Trainer ist, der kann mit diesen Situationen ganz gut umgehen und ganz gut leben, weil sich's eben, egal wo man ist, egal bei welchem Verein, egal in welcher Liga, eigentlich immer wieder deckt. Ich finde, dass das Wichtigste nicht ist, ob es Druck gibt und wie groß der Druck ist, sondern wie man mit unterschiedlichen Situationen als Trainer, als Mannschaft, als Verein umgeht. Und wenn man das
überlegt macht, mit einem kühlen Kopf macht, dann wird man am Ende durch jede Situation durchkommen. Wenn man das nicht macht, dann wird es immer Chaos bleiben. Dann haben Sie ja gesagt, dass Sie mit Jürgen Klopp gesprochen haben und er Ihnen Tipps gegeben hat. Haben Sie einen von diesen Tipps eingebaut in Ihre Arbeit in dieser Woche? So ziemlich jeden, ja. Können Sie uns einen verraten? Nein, also es ist ja, ansonsten hätte ich dieses Interview, ach nicht dieses Interview, dieses Gespräch mit Jürgen Klopp hätte ich dann auch vorm Mikro austragen können. Ich habe bewusst das Vier-Augen-Gespräch mit ihm gewählt. Ich habe noch einen sehr guten Draht zu ihm. Wir haben noch regelmäßig Kontakt zueinander und dann tauscht man sich natürlich auch aus. Und ich glaube, dass es weniger daran liegt, dass ich euch irgendwas preisgeben möchte, sondern daran, dass Jürgen Klopp eben bei einem Vier-Augen-Gespräch davon ausgeht, dass sein Gegenüber das für sich behält und nicht in die Welt hinausträgt. Ich muss doch noch einmal zu dir. Sie haben gesagt, wenn man lange dabei ist, wenn man lange dabei ist, weiß man auch, dass manche Spiele wichtiger sind als andere. Und das hier ist ein besonders wichtiges, oder? Vielleicht, aber also für mich jetzt nicht. Für mich waren die letzten 5 Spiele im Übrigen genauso wichtig wie das am Freitag. Also ich habe jetzt nicht die ersten 5 Spiele gesagt, lass uns mal so ein bisschen in die Saison kommen und da dürfen ruhig 3 Unentschieden und 2 Niederlagen bei rauskommen und dann gucken wir, dass wir gegen Ferl ein total wichtiges Spiel haben. Also diesen Reiz, diesen Adrenalinschub, den brauche ich nicht. Die anderen Spiele waren auch so wichtig und dennoch weiß ich, worauf sie hinaus wollen. Ja, das ist, wenn wir das Spiel nicht gewinnen würden, dass natürlich die Diskussionen rund um uns, und da schließe ich explizit alle mit ein, also Mannschaft, Verein, alle Beteiligten, nicht weniger werden. Ja, ist doch logisch. Aber heute ist Mittwoch, wir spielen übermorgen und die letzten Tage lassen mich so viel Zuversicht in mir tragen, dass ich glaube, dass am Samstag keiner mehr so eine Frage stellen wird. Gut, dann stelle ich jetzt auch keine erstmal. Von den anderen beiden Kollegen noch Fragen. Julian, bitte. Julian Ich würde noch Eckhardt. zwei kurze stellen wollen. Zum Thema, ich verstehe es, wollte da nicht genau drauf eingehen. Mich würde interessieren, wie läuft so ein Gespräch generell ab? Geht es um die globale Fußballwelt, um Themen der Trainingsgestaltung oder ging es tatsächlich um konkrete Probleme des MSV und vielleicht auch von Liverpool? Ich hab den Anfang der Frage nicht verstanden, aber es ging um das Gespräch von Jürgen Klopp, oder? Mich würde einfach nur, ich verstehe komplett, dass Sie da nicht auf Details eingehen wollen. Das ist völlig nachvollziehbar. Nur geht es da eher um globale Themen oder geht es wirklich um spezifisches Problem des MSV oder wie kann ich mir das in etwa grob vorstellen? Also das, was ich sagen kann, ist, wir haben nicht über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen, also weniger um globale Sachen, aber wir haben natürlich über unsere beiden persönlichen Themen gesprochen, also unser Wohlbefinden, privates Wohlbefinden, sowohl was Familie als auch was den Sport anbetrifft und dann über Themen FC Liverpool und MSV Duisburg, klar. Und dann mal ganz kurz, das kann ich vielleicht verraten, auch noch Mainz 05 Thema. Okay, wunderbar. Dann nochmal einen harten Cut, weil es wurde wenig über den Gegner gesprochen und Ferl ist ja schon ein sehr interessantes Team. Die stellen viele Herausforderungen, allein bei Einwürfen angefangen. Sehr laufintensives Team, extremes Gegenpressing. Das birgt viele Risiken, aber eben auch wahrscheinlich Chancen, weil die bauen das Spiel ja auch im eigenen Fünfer noch mit einem Flachpassspiel auf. Inwiefern sieht da eine Trainingswoche vor einem Ferl-Spiel, unabhängig davon, dass es eine Länderspielpause war, anders aus als vielleicht gegen andere Gegner? Ja, aufgrund der Spezifik von SC Verl sieht sie natürlich ein bisschen anders aus, aber auch nur was die taktischen Inhalte anbetrifft. Ja, also wir sind dann auch, und das im Übrigen unabhängig von unserer jetzigen Situation, sind wir demütig die ganze Saison und betrachten jeden Gegner, das haben wir auch beim SSV Ulm getan, als große Herausforderung und richten uns natürlich dann auch so ein Stück weit nicht danach, wie sie Fußball spielen, aber wir müssen auf Besonderheiten hinweisen und müssen auch Besonderheiten trainieren. Und die hat Pferd ganz sicher. Ja, und sie haben ja, ich glaube, sogar fast komplett die Besonderheiten eben gesagt, die sie in sich tragen, in ihrem Spiel tragen.
Das ist auch eine Besonderheit von Ferl, die das unabhängig vom Trainer eigentlich permanent spielen. Ja, so eine Art Philosophie in einem Verein, wo sich eher weniger bekannte Spieler gut entwickeln können, wo Spieler mit einem Karriereknick nochmal richtig performen können. Und die ziehen dann schon ihr Ding durch. Ja, und das ist völlig unabhängig vom Gegner, völlig unabhängig, ob Heim- oder Auswärtsspiel. Sondern genau diese Themen liegen immer wieder auf dem Tisch bei Ferl. Und das sind Sachen, so wie Sie es gesagt haben, die für uns, und da spreche ich eben für uns, Chancen bieten, aber auch Risiken beinhalten, wenn wir es nicht gut machen. Und unser Ziel ist es eben, dass wir es gut machen, und dann glaube ich, dass die Chancen überwiegen. Einmal vielleicht noch konkret nachgefragt. Einwürfe kann man ja wahrscheinlich gar nicht in der Form simulieren, weil ein Torge Pedro gibt es nur einmal in dieser Liga. Versucht man das dann eher über Standards zu lösen, dass man das mit vielen Flanken, vielen Ecken, Freistößen oder ähnlichem in annähernder Form simuliert? Wir haben einfach das Spielfeld ein bisschen schmaler gemacht. Das Dann geht auch. ging das. Ja, aber es ist eine Besonderheit, keine Frage. Und wir können ja auch ein Lied davon singen, aber es ist ja nicht jedes Jahr das Gleiche. Vielen Dank. Nochmal der Blick in die Runde. Keine Fragen mehr. Dann vielen Dank für eure Fragen und dir, Thorsten, für deine Antworten. Euch einen sonnigen Tag und uns allen eine erfolgreiche Woche. Danke. Alles Ciao. Gute, Dankeschön. Danke, Danke, ciao tschüss. zusammen. Ciao.